Louis Trenker sagte einmal über seine Bergtouren: Ich gehe grundsätzlich bei schlechtem Wetter los. Dann kann das Wetter nur besser werden. Auf der Infotafel von Bergstraße Odenwald heißt es, Zitat, seit dem 18. und 19. Jahrhundert traten in Obernburg römische Funde zutage, die heute im Römermuseum ausgestellt sind. Darüber hinaus finden sich in der Landschaft entlang des Mains, wo heute zwischen Großkrotzenburg und Miltenberg der sogenannte Mainlimes verläuft, immer wieder archäologisch interessante Relikte aus der Römerzeit. Genau darum handelt es sich, auch bei dem Fundament eines römischen Turmes, das 1970 ausgegraben wurde. Aufgrund seiner Maße und seines Standortes, sowie der Funde von Götterfiguren in seiner Nähe, handelt es sich vermutlich um ein Bergheiligtum, in dem die römischen Steinbrucharbeiter Herkules sowie Apollo verehrten. Zitat Ende. Laut bayerischem Denkmalatlas befanden sich auf der Karlshöhe auch Grabhügel vorgeschichtlicher Zeitstellung sowie eine Siedlung der römischen Kaiserzeit. Näheres wissen wir leider nicht. Die heutige Tour führt uns wieder tief in die germanischen Wälder. Meine Exkursion habe ich auf der Karlshöhe, südwestlich von Obernburg am Main begonnen, anschließend bin ich Richtung Main gewandert und habe nach den Fundamenten von zwei Limes-Wachtürmen gesucht. Wenn ihr die Tour nachlaufen möchtet, solltet ihr etwa 2 Stunden einplanen. Leider habe ich erst im Nachhinein erfahren, dass es kürzlich eine Führung zu einem geplanten, neuen Römerwanderweg bei Obernburg gab. Im Main-Echo vom 30. Mai 2024 hieß es, Zitat, unser Medienhaus hat mit dem Archäologen Simon Salk, der für das Management und die Vermittlung des Welterbes zuständig ist, gesprochen. Frage, wie kamen Sie darauf, zum Welterbetag eine Führung in Obernburg anzubieten? Antwort, aktuell konzipieren wir einen römischen Wanderweg, und wir dachten, die Gelegenheit wäre perfekt, Streckenführung und Inhalte der zu erstellenden Infotafeln mal einem Praxistest zu unterziehen.
Die Strecke des Main-Limes ist ungemein spannend und dort oben finden sich viele Hinweise auf die Anwesenheit der Römer. Und viele Aspekte der ehemaligen Grenzregion lassen sich dort hervorragend vermitteln. Zitat Ende. Wir zitieren aus einem Artikel von Ernst Willibald Emil Hübner aus dem Jahre 1889. Den Abschluss der Donau-Main-Linie und ihr Verbindungsglied mit der Taunus-Linie bildet bekanntlich der Main als nasse Grenze von Miltenberg bis Großkrotzenburg. Auch für diesen Teil des Limes ist Wilhelm Conradi der Forscher, auf dessen Untersuchungen hauptsächlich unsere Kenntnis ruht. Ihm haben sich, wie er wiederholt betont, als Ergebnisse seiner langjährigen Beobachtungen Eindrücke über den Zweck des Limes und seiner Kastelle ergeben, welche mit denen des Herrn von Kuhhausen nicht ganz übereinstimmen. Conradi hält mit Entschiedenheit an dem fortifikatorischen Charakter der ganzen Anlage fest. Die linksmainischen Kastelle sind im Lauf des Mains folgend Miltenberg, Trennfurt, Obernburg, Niedernberg, Stockstadt, Seligenstadt. Das Kastell vom Wörth scheint nach einer einleuchtenden Beobachtung von Conradi erst nachträglich in die Linie der Mainkastelle eingefügt worden zu sein. Dazwischen sind einige Wachtürme festgestellt worden, bei Trennfurt, zwei bei Obernburg, deren einer erst ganz vor kurzem aufgedeckt wurde. Zitat Ende. Andreas Thiel schrieb im Jahr 2005, Zitat, zur Zeit der Reichslimes-Kommission, als man bei uns die wissenschaftliche Erforschung des Limes am intensivsten betrieb, wurden genau zwei Turmstellen am nassen Limes bekannt. Sie liegen beide zwischen Obernburg und Wörth, in erhöhter Position am Talhang. Seit dieser Zeit wurden keine weiteren Turmstellen bekannt. Die erste Turmstelle liegt an der Bundesstraße B469, etwa 2,5 Kilometer südlich von Obernburg, etwa 30 Meter westlich des modernen Straßenverlaufs. Der wenig gepflegte Grundriss des Steinturmfundaments befindet sich ohne weitere Kennzeichnung im Waldgelände an einem steilen Abhang und ist nur schwer aufzufinden. Etwa 600 Meter weiter südlich ist ein zweiter Steinturm bekannt. Zitat Ende. Die beiden Limestürme sind beim Geoportal Bayern recht genau eingezeichnet. Trotzdem ist es mir nicht gelungen, den ersten Turm zu erreichen. Die Fundamentreste finden sich an einem steilen Hang, der mit fast undurchdringlichem Dornengestrüpp bewachsen ist. Ich befinde mich jetzt ca. 600 Meter weiter südlich. Dies hier könnten die bescheidenen Reste des Fundaments des zweiten Limesturmes sein. Wie gesagt, es könnten. Zum Abschluss der heutigen Exkursion zitieren wir nochmals Andreas Thiel. Nimmt man zunächst den Abstand der beiden bekannten Türme, so wären entlang des Mains rund 80 derartiger Türme zu erwarten.
Die Tatsache, dass wir nur zwei von ihnen kennen, erklärt sich einerseits daraus, dass viele andere, durch Überschwemmungen des Mains abgespült oder bereits im Mittelalter bei Baumaßnahmen, unbeobachtet zerstört wurden. Andererseits wurde aber auch noch nie systematisch nach diesen Turmstellen gesucht. Zitat Ende. Wir zeigen euch hier noch ein kurzes Video, das wir mit Google Earth erstellt haben. Ihr seht den Mainfluss, die B469 und den steilen Hang, an dem sich die beiden Wachtürme befunden haben. Bei Wikipedia gibt es eine sehr gute Landkarte zum Odenwald Limes und dem vorderen Limes. Die Karte hatten wir euch bereits in unserem letzten Video gezeigt. Bildnachweise findet ihr wie immer am Ende des Videos. Auf der Ausschnittsvergrößerung seht ihr das Kastell Obernburg, das Bergheiligtum und die Türme am nassen Limes. Am nächsten Tag bin ich nochmals in der Gegend unterwegs und unternehme eine Tour mit dem Elektroroller. Beim Bayerischen Denkmalatlas sind südlich und südwestlich der Karlshöhe weitere Bodendenkmale verzeichnet. Neben mehreren vorgeschichtlichen Grabhügeln auch zwei römische Villae Rusticae. Meines Wissens sind diese Denkmale nicht ausgeschildert. Ich kann auch nicht sagen, ob man dort noch etwas sehen kann. Noch etwas weiter südlich, auf der Höhe von Wörth am Main, findet sich der Beginn des Odenwald Limes und die bescheidenen Reste des Kastells Seckmauern.
Egon Schallmeier, der ehemalige Direktor des Saalburg-Museums, schrieb 2010 über das Kastell Seckmauern. Zitat: Die Umrisse des Kastells scheinen sich im Waldgelände durch ein leicht herausgehobenes Plateau abzuzeichnen. Die Anlage ist ein reines Erdwerk, von dem schon der Ausgräber Obertegig nichts mehr erkennen konnte. Im hinteren Lagerteil verlief annähernd diagonal das hier U-förmige Palisadengräbchen des Limes. Das Kastell wurde also bereits in hadrianischer Zeit, als der Limes mit Palisade versehen wurde, aufgelassen. Nach Ausweis der Funde dürfte es kurz zuvor wohl um 110-115 angelegt worden sein. Über die Kastellbesatzung ist nichts bekannt. Ob für kurze Zeit der Numerus Nemanengensium hier stationiert war, bleibt vorerst Vermutung. Zitat Ende. Die vielen Steine, die hier liegen, stammen übrigens nicht vom Kastell, sondern von einer später hier errichteten Villa Rustica. Wir werfen nun einen Blick auf die bayerische Uraufnahme, Blatt 138. Die Landkarte stammt aus den Jahren 1844-1845. Auf der gegenüberliegenden Seite des Mains, zwischen Elsenfeld und Erlenbach, befindet sich das Damsfeld, der Campus Damnatus, das verfluchte Feld. In den topografischen Karten von 1937 und auch noch 1953 war das Gelände als Blutfeld eingezeichnet. Wir haben hier ein interessantes Beispiel für die Vermischung von Geschichte und lokaler Legende. Kaiser Caracalla soll auf dem Campus Damnatus um das Jahr 214 eine vernichtende Niederlage gegen die Alemannen erlitten haben. Im Sonntagsblatt der Aschaffenburger Zeitung vom 1. August 1824 hieß es, Zitat:
jedem Freunde der vaterländischen Geschichte, ist das Damsfeld, Campus Damnatus, und der Blutgraben in den Main-Gegenden des Fürstentumes Aschaffenburg bekannt, und allgemein die Volkssage, dass auf ersterem ein hitziges Treffen zwischen den Römern und den alten Teutschen vorgefallen und gedachter Graben hauptsächlich mit Römerblut gefärbt worden sei, daher auch die Römer, wegen ihres großen Verlustes, das Dasike-Schlachtfeld Campus Damnatus, verwünschtes Feld, genannt haben sollen. Zitat Ende. Einen Link zum Artikel fügen wir in die Videobeschreibung ein. Der Campus Damnatus ist heute zum großen Teil vom Industriepark Elsenfeld, der ehemaligen Glanzstofffabrik, überbaut. Wo ich hier gerade stehe, war ich bereits mehrfach bei meinen Bunkertouren unterwegs. In den Wäldern bei Elsenfeld haben sich einige Ruinen von Bunkern der Wetterau-Main-Tauberstellung erhalten. Lesenswert sind die Ausführungen von Johann Wilhelm Christian Steiner aus dem Jahr 1834. Einen Link zum Buch findet ihr in der Videobeschreibung. Auch Adalbert von Herrlein, Aschaffenburger Bürgermeister und Heimatforscher, erwähnte das Damsfeld. Auf den Germanenfeldzug Caracallas können wir hier nicht näher eingehen. Gesichert ist jedenfalls, dass Caracalla um das Jahr 213 einen Feldzug gegen die Germanen bzw. Alemannen unternahm. Nach einem Sieg am Mainfluss legte er sich den Beinamen Germanicus Maximus zu. Die anschließenden Kämpfe scheinen nicht so günstig verlaufen zu sein. Caracalla sah sich zu Tributzahlungen an die Germanen veranlasst. Es ist nach wie vor unklar, wo Caracallas Schlacht am Mainfluss stattgefunden hat. Neben Elsenfeld wurden auch Klein- oder Großwalstadt genannt. Walstadt ist ja eine alte Bezeichnung für Schlachtfeld. In Bavaria, Landes- und Volkskunde des Königreichs Bayern, 1866, hieß es, Zitat, viele Grabhügel, welche sonst auf diesem Felde zerstreut umherlagen, wovon aber die meisten umgeackert sind, deuten auf eine solche Begebenheit hin. Leute aus nahe umliegenden Ortschaften fanden sehr oft Münzen, welche teils nach München gekommen, teils verschleppt worden sein sollen. Zitat Ende. Im 20. Jahrhundert wurde die lokale Überlieferung in der Fachliteratur unseres Wissens nicht weiter thematisiert. In Elsenfeld erinnern heute noch zwei Straßennamen an den Campus Damnatus. Damfeld und Damsfeldstraße. Eine Gedenktafel oder einen Gedenkstein gibt es nicht.
Zum Abschluss dieser Folge zitieren wir aus einem Gedicht von Wilhelm Dietzfelwinger. Den Main herab aus heißen Zonen zog Kaiser Caracalla schwer. Es ordneten die Legionen sich auf der Ebene um ihn her, dem römischen Koloss entgegen, der Ebene zu zur Gegenwehr. Tief aus des Spessarts weit gen Wegen rückt auch der Alemannen her. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Über ein Like oder ein Abo würden wir uns freuen. Im nächsten Video sind wir dann auf dem Wasser unterwegs. Wir folgen dem Main-Limes von Trenfurt bis Obernburg.